Guten Abend. Es ist so trocken hier drinnen in dieser Akademie. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Und ich habe was vorbereitet, aber wir sind ein bisschen im Verzug. Und ich habe auch immer gelernt, man muss dann auch wissen, wenn man nicht so viel reden muss. Und es geht auch nicht um mich, sondern um einen hoffentlich ganz tollen Abend. Deshalb werde ich nur einiges introduzieren und dann fangen wir auch gleich an. Weil wir müssen tatsächlich spätestens um 9 das Gebäude verlassen. Das ist schon ganz wichtig wegen Sicherheitsmaßnahmen. Tonight we're going to speak about religion, fashion and empowerment. My name is Léontine Meijer from Mensch and I'm the program director of this museum and I welcome you all. And as I said, I'm going to improvise. I'm not going to talk about this wonderful exhibition Cherchez la Femme at the other side of the street. And I'm not going to talk about the participatory exhibition that some of you have seen whilst we were drying up. And I need to say a few words about our third speaker, because not only in Berlin we have a flood story, a flood narration, but also in other parts of Central Europe. And especially our guest, Daniele Kahner, who was supposed to fly from Vienna to Berlin, had to make a stopover in Prague because there were all these tornadoes and storms. And then she couldn't come from Prague to Berlin. So we only have two speakers, but they're wonderful. And we have more time for them, so it's... yes. I'm looking forward. I'm looking forward, and I'm really I'm happy that we're all here together. And I always learned three is a crowd. So, hey. Reina Lewis, professor of cultural studies at the London College of Fashion, will critically look at the relationship between religiosity and fashion. And after her input, we will hear the designer Meriem Lebdiri, and we came together to the academy and we were both soaked. but she won't talk about that. She will talk about identity and self-empowerment, and I'm looking forward to that as well so much. And after that, you will both have a panel and you will talk with each other and we will talk with you and amongst each other. What a rich evening. What a rich evening. And this calls for a good moderator. And I'm very, very, very happy that we found one, because the moderator of this evening is Ebru Tasdemir, a freelance journalist for the TATS, very close by, and very active in a nationwide non-profit association, New German Media Professionals, a group of journalists with diverse backgrounds and competencies, as well as language skills. How is your Dutch, by the way? she's working on it. And you are, in fact, the only interest group of this kind committed to furthering diversity in media. And in 2014, your book about Turkish summer was released. And I thank you so much for being the moderator of this evening. And now back to our keynoter, Reina. Reina Lewis is Artscom Centenary Professor of Cultural Studies at the London College of Fashion of the University of Arts in London. And her research focuses around the relations between fashion and religion, but she also has a strong focus in postcolonial thought, Middle Eastern and Ottoman women's history, and queer fashion. And just to name two of her most and very interesting, impressive recent publications, Muslim Fashion, Contemporary Style and Cultures, which was being published 2015, and Modest Fashion, Styling Bodies and Mediating Faith from the year 2013. Dear Mrs. Lewis, it's a real, real honor for us having you here as our keynote speaker in the Jewish Museum in Berlin. And the floor is all yours. Thank you.
Thank you so much for that generous introduction. A thousand apologies for two things, for speaking in English and for being so very late. I am still so very wet. I can see some members of our audience who are still in the process of drying off. And I think on an evening when we're talking about religion and fashion and empowerment, some of which focuses on hair and head covering, I was certainly worried about having a bad hair day, getting drenched coming out of the taxi across the street. So I'm just going to swig my tea. Mm. And look, I have biscuits as well. I can't eat while I talk. I'm very delighted to be here, and I want to thank the Jewish Museum for inviting me and the Academy for hosting us. And also, I'd like to very much thank my dear friend Kate Sturge for sending me calming, loving messages whilst I was going, I'm late. It is an honor to be part of the exciting program attached to this groundbreaking exhibition. I know that some of you are listening to me in English. If I'm going too fast for anyone, just wave at me and do this, and I'll slow down a bit. So today, I've been asked to focus on the past, present, and future of... Is it this one or this one? It's this one, okay. The past, present, and future of modest fashion in relation to women's choices and the constraints they face. For the past 12 years, I've been studying modest fashion design, fashion media, and fashion consumption among Muslim, Christian, and Jewish, and secular women. And I'd like to acknowledge my colleagues in the earlier part of this work, Emma Tarlow from Goldsmiths University, London, and Jane Cameron. And I'd also like to acknowledge the contribution of the many colleagues who've contributed to academic and public talks that I've hosted, because those conversations have been so instrumental in allowing me to develop my conversations, as with the many women who've participated in my research. When you write about fashion, things can change fast. And when you write about religion and fashion, things can change even faster. What might seem like a fairly neutral or even minority dress practice one day can be all over the headlines the next. Not surprisingly, in this highly politicized context, I'm often asked how I came to be interested in the topic of Muslims and fashion, especially because I'm not myself Muslim. So let me explain. There we go. In my early career, I specialized in European women's images of the Orient. I also studied images produced by women from the Middle East who wanted to challenge Western imperial stereotypes. In other words, I used to write about dead authors and their books and dead artists and their paintings, all of it concerned with Orientalism, gender, cultural power, and imperialism. Then, after the attacks in America on 9/11 in 2001, and again after the London bombs in 2005, as across Europe that year, I found that the media was full of images of Muslim women that seemed to reproduce so many of the Orientalist stereotypes that I'd been studying in cultural forms of the past two centuries. Now, a securitizing discourse was picturing Islam and Muslims as outside of so-called Western civilization. But at the same time, I could see that the streets were full of cool young Muslim women styling hijab, headscarf, from the British high street. But these style creations were conspicuously absent from celebrations of British street style. This absence mattered, because many young Muslim women were specifically using fashion to communicate to external observers that they were part of British society. Now, I don't think that consumer culture will bring about world peace, but I do know that people from a majority culture often can't imagine how hurtful and alienating it can be to feel disregarded by the prevalent cultural forms of the society in which you live. And consumer culture and fashion are prevalent cultural forms today. I'm going to pause for a minute now and talk about terminology.
modest fashion has emerged as a commercial term, an ideological concept, and a category of critical analysis. For some who participate in forms of modest fashion, the term also signals a style of dressing, an attitude to covering and displaying the body. But although some religious adherents would argue that for their faith there are particular ways of achieving modesty, few would think that it denotes a specific aesthetic. In contrast, the variety of ways in which modest presentation has been achieved in the past and in the highly varied commercial niche market that we see today reveal the variety and creativity with which modest fashion is achieved around the world and across the faiths. These developments in modes and styles of modest dress are rarely without controversy. In-group and out-group attempts at surveillance, regulation, and control are a constant feature of how women and men plan, discuss, and experience their modest presentation. When I'm asked to talk about modest fashion, I often begin by reminding listeners that women have been dressing fashionably with different definitions of modesty in mind for centuries. Forms of veiling, covering the head and sometimes also the face, are pre-Islamic in origin. And in the Middle East, the same garment has been worn by women of different religions, and very often wearing a veil signaled social status rather than personal piety. Terminology in relation to modest dress is inherently unstable and frequently controversial. Particular garments have different names. Names for garments change. And the ideological significance of how things are named is itself highly charged and also changeable. When I started writing about contemporary Muslim fashion, and this was in the early 2000s, maybe 2004, I used the word veil to refer generically to what was then the more prevalent practice of head covering rather than face covering in Western Europe and North America and other Muslim minority contexts, for example, Australia. At that time, face covering could be distinguished by referring colloquially to face veils, or perhaps niqabs, or more rarely, burqas. But as legislation in France and court cases in Britain from the mid-2000s began to focus on face covering, the meanings of the term shifted again. And so, certainly in the media and on the streets, British language usage increasingly came to understand the word veil to mean a face covering rather than covering the head and perhaps part of the chest. As veiling as a word shifted in British English discourse from head covering to face covering, I stopped referring to the veil in the talks and in my writing. And I began to use the word hijab as a generalized category, the diverse forms of head covering I could see about me. Now, in this, I was following the popular use of the term in Muslim modest fashion blogs and social media. This was the word that I was hearing from many of the young women that I was interviewing for my book, Muslim Fashion. And I was talking to women between about 2005, 2015 for that book. But some also have challenged the use of the term hijab. In 2015, Asra Nomani and Halal Afra wrote a piece in the Washington Post in which they traced the history of the word from the Quran and the Hadiths, the holy writings of Islam, and argued that hijab never simply meant headscarf. They wanted to empty the term hijab from its apparent neutrality. They wanted to reposition hijab as a descriptor, as a term that they said had been mobilized by repressive interpretations of Islam, notably in Saudi Arabia and Iran, which sought to promote head covering as if it was a virtual sixth pillar. So wearing a head covering isn't one of the five pillars of required, obligatory performances of faith for Muslims. And they wanted to say that positioning it as if it is a sixth pillar has an impact on the lives of Muslim women. It becomes a required practice. They urged media commentators to stop using the term hijab
and supporters and activists because they said it contributes to the naturalization of head covering as a test for participation in Muslim religious and community life. The fact that many of the young women speaking to me of their hijab and their hijabi fashions wouldn't themselves be aware of this argument about terminology is precisely the point. It's not that they got it wrong. Terms that seem to be preferable for their ability to be inclusive or non-judgmental can take on new significance and new meanings in new circumstances or when used with different audiences. But I'm going to come back to modest fashion as a category. The commercial manufacture and distribution of modest fashion in the late 20th and early 21st centuries brought a new set of associations to modest fashion as a composite term. In the mid-2000s, entrepreneurs and designers, many from within faith communities, started to produce clothing. They wanted to produce and sell the garments that they couldn't find for themselves in the shops or for their children, for their daughters. And many of this first generation, the pioneers in the modest fashion niche market, sometimes they would start out with a name that would be kosher casual or Muslim dresses. And what they realized very quickly was that they were getting consumers from other faith groups, because if what you need is a full-length, floor-length skirt that isn't made of transparent chiffon and that doesn't have a slit up the side, you might want that if you're Christian modest dresser, if you're Jewish, or if you're Muslim. But you won't necessarily find it if it's been tagged as serving a particular religion. So one of my early questions to designers was, are you getting clients from other faith groups? Do you know this? And if you do you welcome it? And the answer was yes, yes, and yes. And also the internet made this really possible because you can shop online anywhere. You don't have to live in an area with a big Jewish population or a big Muslim population. So they were getting clients from across the faiths and also secular women or women who didn't identify as religious who might also want those garments. So a number of designers and brands started to use the word modest fashion because it signaled a cross-faith or even a non-faith market, and therefore it could be more open to people and more appealing. Now, this was partly good business sense, but also it was because many women in what some like to term a cross-faith modest fashion movement took comfort and found solidarity in supporting other women engaged in practices of modest dressing from different backgrounds, religious and secular. The problem was that the mainstream market didn't particularly like it if you called your brand modest. Calling your fashion brand Muslim dresses, Muslim mode, whatever, was the kiss of death when you were talking to buyers from Saks or from Bloomingdale's or from Gallery Lafayette. But if you called it modest, that wasn't necessarily much better. So the term sometimes works, it sometimes doesn't. Has anybody noticed that modest fashion appears to be all over the news at the moment in the fashion pages? It's having a moment, as we say in fashion speak. But 10 years ago, these brands, and it breaks my heart, because some of these brands probably could make it now, but they were ahead of the curve. They were avant la lettre. They weren't going to get taken up. It may cease to have a moment again in 2 years' time, such is the way of fashion, but we can talk about that later. The other thing is that a number of these designers, most of them, it's mainly women, designers and creative entrepreneurs, and many of them see themselves as feminists and are very concerned with female emancipation and social equality. And some women didn't like the term modest or found it very challenging because it implies that they're going to be too humble or self-abnegating or not assertive. So no one involved thinks this is a simple word, but sometimes it's the least bad option. Now, the market is not neutral. The growth of a market producing modest fashion has a social impact. It can legitimate practices that may previously have been seen as a minority practice or as extreme, and that may be regarded as this by some still. The market doesn't operate outside society. It actively shapes a society in which individuals and groups live, and it is shaped by them in turn.
While some religiously identified people argue that modest dressing should not be commercialized, and that fashion with its inference of wasteful, unnecessary consumption is inappropriate for modest social values, for many others, the availability of fashionable garments has assisted in the practice of modest dressing. The availability of a market for forms of modest apparel may be a boon to some, and it may be a pressure to others. But consistent among the modest dressers I've spoken to is a consciousness that their forms of self-presentation are open to surveillance and regulation from inside and outside their religious communities. Inside religious communities, women who participate in modest dressing may find themselves challenged by more conservative women or men who disparage them for covering the wrong way or using immodest bright colors or patterns or wearing jewelry. External to religious communities, different forms of modest wear become a focus for legal control, harassment, or discrimination. For many modest dressers of all faiths, and at the core of what some see, I say, as a cross-faith modest fashion movement, there is an emphasis on women's choices. The investment in individual choice is typical of young Muslims who've grown up in liberal democracies and who see religious freedoms as universal human rights. Many find protection for these freedoms in the Quran, mounting a progressive and feminist interpretation to counter regulation from family and community elders and conservative imams. In light of government attempts to control Muslim and other women's religiously related dress, many hijabis tell me it is just as wrong to force someone to wear the hijab in Saudi Arabia or Iran or in ISIS-controlled territories as it is to force someone to remove it in Germany or France or at the Olympics. For many women, modest forms of dress are only authentic if they are freely chosen. An ideal of respect for women's individual choices is widespread, even if this is sometimes difficult to maintain. For Muslim women in Muslim minority settings in Europe, North and South America, or Australia, there is indeed a cohort of youngish women who are in a position to choose to wear hijab, just as there are some fewer who choose to wear a face covering. But it is also clear that there are many women who exercise little or no choice in when, how, or whether to cover their heads, faces, bodies. Whatever the individual reasons behind particular forms of Muslim dress, the observer cannot tell if a mode of dressing is freely chosen. Neither can the observer tell what was intended. Muslim dress, Muslim fashion, like all dress and all fashion, is polysemic. It means different things to different observers, and it rarely, if ever, communicates directly the intention of the wearer. For Muslims, for people of other faiths, for people of no faith, choice is always contingent and constrained, and we can't determine, we can't control how people interpret our appearance. And the example I always give is, you know, I work at London College of Fashion. That's terrifying. What am I going to wear to work? I'm not a maker. I work with these students and colleagues who can make amazing things. I might give careful consideration to what I put on when I go to work. I think I look really cool. I get into class, my students look at me, they think, what is she wearing? She's a disaster. I don't know. Kindly, they don't tell me. But I don't control. The intention of how I look doesn't communicate. Sometimes it does, and sometimes you get a sense of that, but we can never fully control the way that we're read by others. And I'm apologizing to our interpreter for ad-libbing. One of the things I've found very helpful here are approaches from the sociology of religion in understanding that on a daily basis, what they call everyday religion, we should expect to find that people's practices are syncretic, changeable, and inconsistent. Scholars such as Nancy Ammerman and Lois McGuire have emphasized daily religious practices are also often developed through interaction with the market rather than rejection of it. This makes total sense to me.
in relation to ways of covering and presenting the body for consumers of modest fashion, and for understanding how religious and religio-ethnic backgrounds can be an impetus for designers and entrepreneurs in the market of modest fashion. So I've been looking at a pioneering cohort who were able to choose when and how to take up hijab. As studies by Emma Tarlow and others have shown, this segment is firmly committed to the protection of women's choice to cover and to not cover. Specifically in relation to my focus on commercial cultures, these young women use the global trends of mainstream fashion to create style distinction from their elders and to forge links with their peers. Modest fashion was emerging simultaneously across other faiths, developing online as commerce and commentary, with a women-led niche market supported by a lively blogosphere and print media. And when I refer now to bloggers, I mean all social media networks. And I'm showing here Jewish Orthodox blog, Jewish New York Jewish Orthodox blogger Fabology on the left, and on the right, the Instagram page from Mimu Maxi, another Jewish brand. I want to signal that I think it's important politically to de-exceptionalize Muslims, and especially young Muslims, to take religion or ethno-religious experience out of the singularity of the securitizing frame by pointing out how much young Muslims share with their peers in other religious communities. Interest in modest dressing as fashion is common among young and youngish women of several religious backgrounds, the other Abrahamic faiths, Christianity and Judaism, but also, for example, amongst young Sikhs, and among women who identify as secular or who don't identify in religious terms. And this would also include the growing demographic of people who, in surveys, check the spiritual, not religious category. So there's a growing interest in the immaterial, the spiritual domain among young people. It might be yoga, it might be meditation, it might be New Age, it might be paganism. But young people around the world are showing an increasing interest in forms of personal spiritual quest and personal growth related in those terms. I'm going to concentrate now on cross-faith interaction. So young Muslims are typical also of their generation in that they've grown up with consumer culture, so they don't see it as antithetical to religious expression or values. Accustomed to the pleasures of world music, world food, world culture, they can draw on a pan-Islamic mood board for inspiration. When I started this work in 2004, I heard constantly from Muslim modest dressers that they felt disregarded by the fashion industry. Fashion editors and stylists on early print magazines like ML or Muslim Girl told me that fashion brands were often reluctant or unwilling to let them call in or borrow garments for an editorial fashion shoot. A decade later, things were changing. First of all, it was marketing. Some of you may remember when DKNY in the Gulf badged existing garments, which they promoted with a Ramadan style marketing campaign. Then there were new products. So some of you may have seen Hannah Tajima designing a range for Uniqlo, initially available in Southeast Asia, now available around the world in Europe and America. A range that included a hijab piece, but that was also part of their life wear, available for everyone, designed for comfort and cool styling. The mainstream industry that used to be aversive to being associated with Muslim consumers now sees them as an asset. How did this happen? What does it mean? Well, to some extent, I think the industry started listening to bloggers. I think the bloggers who've done a really good job hit critical mass. I think their metrics were beginning to show up on industry indicators. I also think if you're a trend forecaster, you only have to walk down the road. You only have to walk into this room to see how cool and how diverse some of the styling from Muslim dressers is at the moment. The other thing is that
The professional marketing field has been doing a lot to promote the idea that Muslims globally are an important consumer segment. This isn't surprising. Globally, Muslims are a youthful and growing population, often in so-called emerging markets. So brands want to build relationships with these young consumers. So for some time, marketing professionals were focusing on Islamic branding and Muslim marketing in relation to food, halal certification, and finance. And I kept saying fashion is going to be the next thing. And sure enough, it is. The global Muslim spend on all clothing and footwear, not just modest, was valued at $224 billion in 2012. That is now projected to more than double to $488 billion by 2019. But in identifying Muslims as a previously underexploited market segment, brands and marketing professionals are not simply attending to a market, a segment that was already there. They are actively creating it. This makes religious dispositions, religious identities, part of consumer identity. Nicholas Rose talks about how liberal capitalism requires people to manage themselves as the choosing subject, or some people put it, the enterprising subject of neoliberal capitalism. But the choices that are available that we choose from may not be of our own choosing. I want to take modest fashion seriously. Modest fashion was from the beginning about more than merely fashion. Modest fashion designers and bloggers are clearly important opinion formers as style tastemakers, but they're also influencers about daily religious practice and the relationship of religion to state and society. Constituting a progressive element, and I know that's a troublesome word, we could talk about that later, within often very conservative religious cultures, designers and bloggers can be hugely significant for their followers. Young women are developing and sharing new forms of religious practice by combining religious commitment and minority community participation with the trends of mainstream fashion. I certainly don't think we should disregard fashion developments as trivial. I recommend that these activities be taken seriously as forms of religious knowledge creation that are being transmitted in new and innovative ways. And these forms of knowledge creation have the power to influence individual and collective understandings about the relationship of religion and society. Now, I have to be clear, most of the young and youngish women, so if they were 18 to 28 then, they're now 28 to 38 to 45, and there's another group of teenagers. Most of the women I've spoken to would reject the idea that they were claiming to be religious authorities, and I respect that. But many do accept that they are role models, and they take seriously their responsibilities to other, especially younger women. So I think we need to learn as well to understand what authority means in a number of different ways, to understand how people how people develop positions of leadership, and especially women develop into positions of leadership that might not necessarily be being recognized by formal organizations or state actors. Modest fashion influencers operate on a transnational scale. This is Indonesian designer Dian Pelangi. She has 4.7 million followers. Well, she probably has more. That's what she had last week. She has many fans in Britain, as I'm sure in Germany. They can't really buy her clothes because it's expensive to ship them internationally, but they can follow her styles. And also, now that you can comment on a social media platform with an emoji, you don't have to speak English or Arabic or German. You can be part of the conversation. Emojis are a transnational youth language. Modest fashion doesn't just affect young people, it extends upwards. Some of the young women I spoke to tell me that now their mothers are starting to follow them in some of the ways they dress.
And as I've said, it operates across faith. This is Nina Cohen, a Jewish Orthodox modern blogger who did a cross-posting on Elaine Hearn, I'm Closed Much, is a Christian blogger with a Mormon fashion modest blog. Modest fashion influence also helps negotiate intra and interfaith conflict. Mimu Maxi, the Jewish Orthodox brand that I showed you earlier, in 2014 did a promo feature with Summer Albak, who is a Muslim hijabi blogger. They sent her one of their skirts. She wore it on her Facebook page. This is normal business. Bloggers and social media people do this all the time. Well, this was the point at which tensions in Palestine and Israel rose, and they received a lot of very heavy criticism from some of their Orthodox Jewish followers, saying, how can you be speaking to a Muslim when our friends and family in Israel are in danger at the moment? Now, they stood up to their connection, as indeed did Samar Albak, and they issued a Facebook post to their critics in which they said that it was a mitzvah, a Jewish value, a Jewish good deed, to reach out to other women about modest values and practices, and at this time, more so than ever. And they do continue to promote their brand as being for all, they say, sartorial and spiritual styles. And they regularly invite social media posts from Muslim and Christian and secular cultures. So modest fashion commercial websites also allow for dialogue to happen. Modest fashion influencers also redefine modesty. This is Nadia Azmi, who blogs as Winnie Detwa, who was, when she was wearing hijab, she was the turban queen. And then she stopped wearing hijab, and she continued to be active in the modest fashion movement. She got really terrible criticism, often from commenters that people thought were men, and lots of women from all religious backgrounds and none came in to defend her on her social media, saying, this is your choice. You're allowed to practice in the way that you want to. Modest fashion influence also extends offline. There are a growing number of offline events that combine catwalk with community, often providing motivational speakers, employment advice, and networking opportunities. Even shows that are straightforwardly commercial, like last February's London Modest Fashion Week, are hugely popular. They're a networking opportunity for would-be young entrepreneurs in design and fashion media. Now, in Britain, as in Germany, all the data suggests that Muslim women who wear a headscarf face a double barrier in employment, both in terms of race and ethnicity, but also in terms of being marked by religious identity. And I wonder whether some of these events are going to start to create opportunities for women whose dress marks them as religiously observant and religiously distinctive within the fashion and lifestyle design industries and also the fashion media. We're certainly seeing a lot more interest at London College of Fashion. And of course, widening participation in those terms is part of our mission. Are these young women going to carry on being influencers? Well, I think yes, they will. Oh, this is fantastic. Sarah Elanani, a British Muslim designer, was asked by the Scouts. You know what I mean by the Scouts? Yeah, the Girl Scouts, to do an extra uniform option because the Muslim girls were saying, when we're at camp and we bend over to put the tent pegs in, our sweatshirts ride up and we're not comfortable with that. But all the other girls wanted it as well because they didn't like when they bent over that you could see their back or the line of their pants. So I think that as they grow through young adulthood, these values and connections may travel with them into new roles in work, community, and family. Muslim women made prominent through fashion or simply as hijabis also keenly feel a responsibility to represent their religious and their ethnic communities. Some of you will recognize Londoner Maria Idrissi, who rose to fame when she was in the H&M YouTube video. And also, I don't know if she's a big name over here, but Nadia Hussein, who won the Great British Bake Off on the BBC, who has now become the nation's darling and baked a cake for the Queen's birthday last year. So she's huge. You can't be bigger than Nadia Hussein. Modest fashion and Muslim women's dress is now rarely out of the news.
Fashion stories about new hijab-wearing models going down the catwalk are matched by a constant stream of legal attempts to control Muslim women's clothing. We know that discourses of choice are promoted as part of the logic of neoliberal consumer capitalism. But for me, this is not a reason to disregard or dismiss the use of choice in the assertion of veiling and modest fashion practices. I agree with Carla Jones that we must recognize the ambivalences within Islamic consumer practices. In this context, how am I doing for time? Okay, fine. I'll speed up. This was after the attempts in France, after the attack in Cannes, and some of the French coastal resorts tried to ban the bikini, there was a group of women's religious organizations in America that got together to run this campaign under the hashtag Our Choice, Not Yours. And this was Jewish, Christian, and Muslim women's groups who had a long history of interfaith activism. And I was very impressed with how they articulated this in a social media campaign. And remember, this was during last autumn when Trump was running for president, last summer and last autumn. So many women were feeling acutely the threats to women's rights. And they proclaimed, "The recent events in France are truly a global women's issue. No government and no ideology has the right to impose on women's choices. These laws target a small minority, aiming to further marginalize all Muslims," the small minority of people who wear a bikini. "We will not let history repeat itself by staying silent. We will come together to tell the world we are not going to take this. We will act with our mouth, arms, and feet. We celebrate the French court who'd recently overturned the bikini ban in one city. Yet we must not become complacent. A ban on any type of clothing takes away freedom. It is hateful to some of us, but it impacts on all of us. When one of us is hurt, we all hurt. That is why we are coming together in unity as women of faith to declare our commitment to freedom of choice." Now, what are the risks that the perceived need to defend all rights of religious expression may mean that Muslims come increasingly to be defined by the choices of the most orthodox? I often hear from Jewish friends of mine that they are fed up with the news media always showing black-hatted, ultra-orthodox Haredi men whenever they want a visual for a story about Jews in Britain. This is just one differential within the Jewish community. We could think about Reform Jews, secular Jews, atheist Jews, and so on. When we try to think about the potential for female empowerment and participation in relation to modest fashion, we could ask the same for every religious community. How is internal difference articulated, represented, and respected? What does it mean to speak of difference within and without religious and ethnic communities? Who is included? Who gets marginalized or excluded? As with many commentators within modest fashion, religious groups seeking protection for religious rights must recognize and defend the rights of those with whom they disagree. And this is an ongoing struggle for women in different faiths, women who don't wear a niqab defending the rights of those who choose to. So I'm really interested moving forward to track if the modest fashion commitment to respecting choice is coming under threat from religious groups who don't fully respect the choice of others. So I'm going to close with a few questions. What does it mean to find religious identities commodified? Does the mainstream fashion interest in modest styling threaten the market share of pioneering brands that came from religious communities? Will the market change how we understand and express all the intersecting parts of our social identities, from religion to race, from gender to sexuality, and from class to ability and disability? If some are overjoyed to have fashion choices in the stores, others complain of the pressure that now for Ramadan, every time you go out for iftar in the evening, you have to have a new outfit. Is being modest also being modish?
Very few Muslim women could afford one of these Dolce & Gabbana abayas. Very few women in the world could afford a Dolce & Gabbana dress. So if looking modest begins to be equated with looking fashionable, will some people find themselves priced out of piety? And what will happen when modesty is out of fashion again? Some of you may remember the 1990s trend for boho chic. When that was consecrated as fashion by the fashion media and influencers, you could find bindis and saris in Topshop. They were all the vogue, seen on the bodies of white women they read as fashion. Once the trend had passed, those items come out of fashion and then they become ethnic again, and then they become potentially stigmatizing again. So is the same going to happen with modesty? I remain hopeful that the mixture of commerce and commentary created in relation to modest fashion will continue to support communities of progressive interest that can lobby for women's rights in the religious, social, and political domain. And I continue to have, a set of conversations under Faith and Fashion. And if any of you would like to be on the mailing list to come to events when you're in London and also to receive notification of our podcast, then I've got a sign-up sheet somewhere at the front, and I would so welcome your participation. Thank you very much. Hi, Reina. I'm the moderator. We didn't get to meet. No. It's so jet set. Yeah, it's Berlin. Einen schönen guten Abend. Ebru Tasdemir, mein Name. Ich führe Sie ein wenig durch den verbliebenen Abend und freue mich natürlich auch auf Ihre Fragen anschließend. Wir wollen uns jetzt einem bestimmten Beispiel nähern, und zwar einem Modedesign, richtige, gute deutsche Mode, würde man vielleicht nennen. Das nennt sich Misan und wird produziert und designt von Meriem Lebdiri. Und du zeigst, und wir duzen uns einfach hier auf dem Podium, ja, und du zeigst uns mal ein wenig aus deiner Mode. Geht ihr weiter? Ja, wir sagen einfach Bescheid, wenn wir das nächste Bild wollen. Genau, du zeigst uns mal, wie das aussieht. Das bist du. Okay. Genau, fang gern an. Hört ihr mich? Ja. Ja. Mein Name ist Meriem Lebdiri, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin in Algerien geboren, in Deutschland aufgewachsen. Ich lebe in Deutschland seit 1994. Da sind meine Eltern quasi als Studenten gekommen. Und mein Modelabel heißt Misan und das führe ich seit 2012. Was bedeutet Misan? Misan ist das arabische Wort für Balance, für Gleichgewicht, und dazu komme ich vielleicht später nochmal, aber ich habe das Gleichgewicht einfach gesucht in dem einfach, was ich bin. Ich bin deutsch, aber ich bin Muslima, und so eine Mode, die deutsch und muslimisch zusammenbringt, gab es einfach nicht, und die Identität einfach danach habe ich einfach gesucht, und so kam ich auf Misan. Seit 2012 gibt es jetzt dieses Modelabel. Ja. Man kann sich deine Kreationen auf der Webseite angucken, aber wir können ja mal gucken, was dich vielleicht inspiriert auch. Wollen wir mal das nächste Bild anschauen? Und zwar, erzähl doch mal, wie du nach Deutschland gekommen bist. Genau, habe ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Meine Eltern kamen als Studenten nach Deutschland, und wir Kinder, also ich bin die älteste von 5 Geschwistern, das sind jetzt nur 2 zu sehen, haben uns ziemlich schnell zu Hause gefühlt, die Sprache sehr schnell gelernt, und Deutschland war einfach die neue Heimat. Also es stand nie im Raum, was wir jetzt sind oder wohin wir genau gehören, sondern wir waren einfach wir und haben uns hier heimisch gefühlt. Ihr seid an einem sehr kleinen Ort aufgewachsen, glaube ich? Ein ziemlich kleiner Ort, ja. Genau. Und dein Papa hat dann hier studiert und deine Mama auch? Ja, mein Papa ist Germanist und hat dann eben hier... Wie praktisch. Ja, passt. Ja. Genau, und meine Mama hat sich hat damals ihr Studium dadurch finanziert, dass sie Brautkleider entworfen und genäht hat. Und ich glaube, somit habe ich es ein bisschen so mitbekommen. Hat sie dann auch zu Hause genäht? Ja, wenn Zeit war, auf jeden Fall. Auch für uns, also für die Kinder. Ah ja, okay. Und sie hat zu Hause Brautkleider entworfen und genäht? Das war während ihrem Studium, also das habe ich nicht mehr wirklich miterlebt. Okay. Aber genau. Gut. Wir können weiter.
Genau. Jetzt kommen wir eben zu dem Wendepunkt, der mich überhaupt zur Mode gebracht hat. Ich drehe mich mal ein bisschen. Als ich angefangen habe, Hijab zu tragen, habe ich mir eigentlich wenig Gedanken darüber gemacht, sondern ich habe es getan, weil es meine freie Entscheidung war, meine persönliche Entscheidung, meine Religion. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, dass ich aber von anderen Menschen anders aufgenommen wurde. Also ich war nicht mehr plötzlich, oder ich war plötzlich nicht mehr das normale Mädchen aus der Klasse, sondern plötzlich diese Fremde. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich jetzt gerade neu in das Land gekommen und als müsste ich jetzt von Null anfangen und mich erklären. Und seit sich ein Lehrer einen Witz über mein Tuch vor der Klasse erlaubt hat, hat er was losgetreten, was man auf gut Deutsch Mobbing nennen könnte. Und so habe ich mich eben immer mehr und mehr zurückgezogen. Habe viel Zeit in meinem Zimmer verbracht und meine Skizzenblöcke einfach voll gekritzelt und voll gezeichnet. Ich habe alles Mögliche gezeichnet. Also es war jetzt anfangs nicht wirklich Mode. Also es war einfach nur Zeichnen. Ich glaube, man hat sich so alles einfach von der Seele irgendwie gezeichnet. Und da ich ja sowieso das Problem hatte, keine passende Kleidung zu finden, habe ich natürlich auch angefangen, ein paar Kleidungsstücke zu entwerfen. Und so wurden Skizzenblöcke voll. Wenn die voll waren, habe ich Fotoalben genommen und darauf weitergezeichnet. Und irgendwann hat meine Mama dann die Zeichnungen gefunden und meinte so, wow, ist das von dir? Und lass doch mal was ausprobieren. Und so haben wir eben, das Erste, was wir ausprobiert haben, war ein Wickelrock. Das war damals total in, also es war so die Jahrtausendwende. Bloß hatten alle Wickelröcke immer einen Schlitz bis nach oben. Und wenn man, das war ja der Sinn davon, ich meine von dem Wickelrock. Du wickelst ihn und bei jedem Schritt soll man seine Beine sehen. Ich wollte einen Wickelrock unbedingt, aber ich wollte nicht, dass man meine Beine sieht. Und jedes Mal eine Leggings drunter zu tragen, ist langweilig, das ist doof. Und so habe ich eben einen Rock entworfen, der eben noch ein Unterfutter hatte und doppelt gewickelt wurde. Das heißt, er hatte zwar Schlitze auf beiden Seiten, aber man konnte die Beine nicht sehen. Und es war trotzdem ein Wickelrock. Und den haben wir eben ausprobiert. Und das hat so gut funktioniert und das hat mir dann wieder, das hat mich wieder stark gemacht. Und wir haben dann einen Teil nach dem anderen quasi, irgendwann hatten wir eine ganze Kollektion. Und ich hatte was zu tragen, was mich stark gemacht hat. Das heißt, dieses ganze Mobbing und was die anderen dachten, habe ich gar nicht mehr so nah an mich rangelassen. Es war mir egal plötzlich. Ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Ich sah so aus, wie ich aussehen wollte. Und alles andere war mir egal. Und das... von da hat es angefangen und da wusste ich dann, ich wollte diese Stärke nicht verlieren, ich wollte dieses Gefühl auch anderen Mädels weitergeben, anderen Generationen weitergeben, dass, und dann wollte ich das eben hauptberuflich machen. Wie war das denn? Also man hat ja meist so als junger Aufwachsende so eine Gruppe von Mädchen, also so eine Peer Group, in die man gehört. Wie war das denn mit deiner Peer Group? Hat die dich gestärkt? Hat die gesagt, ist der doof, der Lehrer? Was erzählt der da? Oder haben die sich ja auch abgewendet? Das waren zwei, drei Mädchen, die dann wirklich zu mir gehalten haben und das auch doof fanden. Es gab auch Eltern, die zur Schule gekommen sind und gesagt haben, das war nicht in Ordnung. Aber vom Rest konnte man nicht viel erwarten. Aber ich meine, das waren Pubertätsjugendliche. Mhm. Viel habe ich da nicht erwarten können. Mhm. Wollen wir zum nächsten Bild? Ja. Genau, dann habe ich eben 2007 meine Ausbildung gemacht zur Modedesignerin. Ich wollte dann einfach nie wieder was anderes machen. Und da bin ich dann eben auf erste fragende Blicke erstmal von manchen gestoßen, so nach dem Motto, was macht die auf einer Modeschule? Was will sie hier? Was für Mode soll es da überhaupt? Unter anderem, ja. Mhm. Und auch gab natürlich auch von Lehrern ein paar Fragen. So, was möchtest du hier und wieso? Und bist du wirklich im richtigen Beruf? Mhm. Und mich da zu erklären, und das war 2007, das heißt, das Wort Modest Fashion gab es damals noch gar nicht. Das kannte man nicht. Das hat noch niemand benutzt. Das war, man wusste nicht. Viele sagten, ich mache Islamic Fashion. Ich wollte nie mit Islamic Fashion was zu tun haben, weil das, was ich machen wollte, ich habe mir nie in den Kopf gesetzt, ich mache jetzt was Muslimisches oder so, sondern ich wollte das machen, was zu mir passt. Und das hatte noch keinen Namen. Und so war das eben, dass auch die Lehrer mal zu mir gesagt haben, also du machst was, du arbeitest auf was hin, was es nicht gibt, aber du wünschst dir oder du denkst, sobald du hier fertig bist, gibt's das oder wie? Und ich meinte, ja, genau so. Also, so doof es klingt. Und es kam dann so weit, dass mir auch eine Lehrerin zur Auswanderung geraten hat, weil sie einfach meinte, für dich ist in Deutschland und in Europa, im Westen generell einfach kein Platz. Geh bitte irgendwo dahin, wo das getragen wird. Und
So bin ich ins Inland gegangen, habe recherchiert, was es denn auf der Welt so gibt, bin auf eine Designerin gestoßen, Rabia Z. Sie hat damals noch in den USA gelebt, mittlerweile in Dubai. Und sie war die Erste, die bei einer internationalen Fashion Week, und zwar auf der Dubai Fashion Week und Miami Fashion Week, die Models einfach mit Hijab auf den Laufsteg geschickt hat. Und sie hat das einfach mal probiert, einfach mal, wie das bei den Leuten ankommt. Und es kam super an. Adidas hat dann sofort mit ihr eine Kooperation gemacht. Und ich bin dann mit dem YouTube-Video und ein paar Ausschnitten aus dem Internet ausgedruckt zur Lehrerin gegangen. Schauen Sie mal das und das. Und das war trotzdem so, ja, sie hatte Glück oder sie hat es halt geschafft. Und bin dann mit Rabia Z sofort in Kontakt getreten. Ich hätte nie gedacht, dass sie mir antwortet. Ich habe eine Antwort bekommen und war, oh mein Gott, so total, oh, sie hat wirklich geantwortet. Das ist ja meine Idolin überhaupt. Und bis heute ist sie sowas wie eine Mentorin für mich. Ja. Sehr gut. Wollen wir zum nächsten Bild mal schauen? Genau. Dann kommen wir schon zur Entstehung. Also nach meinem Abschluss hatte ich, wie gesagt, keine Aussichten. Und ich wusste, es gibt in Deutschland sowieso keine Praktikumsstelle, die jetzt auf mich zugeschnitten wäre, weil ich ja in eine Richtung wollte, die es ja nicht gab. Und Modest Fashion war ja schon da ein Begriff. Also es hat angefangen durch Bloggerinnen wie Dina Tokyo. Kannte man den Begriff und ich wusste so, okay, das, da ist so ein Netzwerk, was sich gerade so tut und in die Richtung oder mit denen könnte man sich vernetzen. Und da habe ich dann einfach entschieden, mein eigenes Label zu machen, einfach ohne Zeit zu verlieren, ohne ständig Absagen zu kassieren, ohne irgendwie die halbe Welt bereisen zu müssen, habe ich mich dann einfach entschieden, mein Praktikum bei mir selbst zu machen. Einfach zu sagen, das, ja, klingt eben, einfach, ich mache das jetzt selbst. Das habe ich meiner Lehrerin auch gesagt und sie meinte schon wieder, Kind, was machst du? Aber ich weiß nicht, ich bin hartnäckig einfach dahinter geblieben und habe das dann gemacht. Ich habe damals mit einer Freundin zusammen, die ich während der Ausbildung kennengelernt habe, mich zusammengetan, haben eine Kollektion erstmal rausgebracht, sind so auf den Namen gekommen, weil wir immer gesucht haben, was könnte denn passen, das, was wir ausdrücken wollen, welches Wort könnte es denn beschreiben. Und sie kam damals auf den Namen Misan, weil sie einfach meinte, hey, das ist doch das Wort, das nehmen wir natürlich, das nehmen wir direkt und so ist es entstanden. Nach zwei Kollektionen ist die Freundin leider ausgestiegen, einfach weil ich nehme es ihr nicht übel. Ich war auch kurz davor aufzuhören, weil wenn du kein Netzwerk hast, alles viel zu teuer ist, du alles selbst stemmen musst und Mode ist teuer. Mode machen ist teuer und am Anfang sieht dir keiner zu, keiner hört dir zu, keiner. Es gibt zu viele wie dich und so waren wir eben kurz davor aufzuhören. Sie hat aufgehört, ich dachte auch 3-4 Monate lang, dass ich aufgehört hätte, aber irgendwas hat gesagt, hey, der Sommer kommt und da muss eine Kollektion raus. Das ist, und so habe ich dann eben weitergemacht. Ja. Ja, so schaut es dann aus. Ist das ein Brautkleid? Nein, das ist ein Rock und eine Bluse. Ah ja, okay. Ja. Genau. Geht's weiter? Ja. Genau. Dann kamen schon mal die ersten Hürden. Und zwar war das so, dass ich damals kaum Fotografen oder Models gefunden hatte, die überhaupt was mit dem Kopftuch an sich zu tun haben wollten. Ich habe manchmal so lange Absagetexte bekommen von Leuten, die mir erklärt haben, warum sie nichts mit mir zu tun haben wollen, warum sie nichts mit meiner Religion zu tun haben wollen oder mit Kopftüchern allgemein und dass sowas einfach nicht nach Deutschland gehört. Also das waren Models, die du buchen wolltest, die dann abgesagt haben. Genau, okay. Genau. Und so kam das eben, dass ich immer auf Freunde, auf meinen Freundeskreis eben zurückgreifen musste. Irgendein großer Bruder von irgendeiner Freundin, der gut fotografieren kann. Dann eben irgendeine Freundin, die eine Freundin kennt, die einigermaßen gut aussieht und modeln könnte. Und das war aber total schwierig und das war manchmal so frustrierend. Und ja, und auch keine Agenturen, die verstehen wollten. Ich wollte ja immer Next Level, Next Level. Ich wollte nicht einfach nur eine Kollektion machen und haha, guckt mal, sondern ich wollte immer weiter hoch und daraus wirklich was machen, was ist ja einfach so weit wie andere Designer. Also es war nie so, ich mache jetzt ein bisschen Kopftücher und mal gucken, was wird, sondern ich wollte einfach auf die Laufstege der Welt und ich hatte große Pläne. Was war denn, was stand denn drin in diesen Absagen? Was wollten die dir sagen als Entschuldigung? Was waren das denn für Punkte? Entschuldigung ist nett. Das waren keine Entschuldigungen. Das war eher, wenn wir jetzt zulassen, dass unsere Models Kopftücher tragen, also beispielsweise von der Agentur, also von der Modelagentur, oder
dann würden wir damit, ich weiß nicht, was fördern, den Terrorismus. Und wir würden, also es waren manchmal wirklich heftige Sachen, dass ich einfach dachte, ich lese nicht richtig. Dürfen die mir das überhaupt schreiben? Das ist schwarz auf weiß. Also ich könnte mich da jetzt irgendwie angegriffen fühlen. Und oder manchmal auch, dass Models eine krasse Gage gefordert haben, weil sie damit ein Risiko eingehen. Oder ein Fotograf gesagt hat, wenn ich das mache, möchte ich nicht auf den Bildern markiert werden. So nach dem Motto, ich mache das, ich schäme mich dafür, aber gib mir mal das Geld und dann kennen wir uns nicht mehr. Und das war teilweise solche Sachen. Und ich hatte das Glück, dass meine Schwester da gerade 2014 im ersten Semester von ihrem Studium war, und zwar Kommunikationsdesign. Und da hat sie Fotografie und Fotodesign eben auch gehabt. Und dann meinte sie, hey, weißt du was, wir brauchen die alle nicht. Lass mal selber machen. Mhm. Und erst dachte ich, du bist meine kleine Schwester. Also, wie soll das gut gehen? Ja. Bis zu dem Moment war sie einfach nur meine kleine Schwester. Klar, wir haben uns trennen 6 Jahre. Und ich habe ja schon diesen Vorsprung gehabt. Ich war so drin und wusste, was ich aufbauen will und was ich machen will. Dann kommt eben meine kleine Schwester und sagt, komm, lass es uns probieren. Dann dachte ich so, okay. Wir haben es probiert und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Sie hat wirklich mit Leidenschaft daran gearbeitet und das war für uns beide eine Win-Win-Situation. Das heißt, sie hat eine neue Leidenschaft entdeckt für Modefotografie und ich oder unsere Leidenschaften haben sich plötzlich ergänzt und wir haben uns immer gefreut auf die nächste Kollektion. Und weil es aber eben so schwierig geblieben ist, mit Agenturen zu arbeiten, haben wir irgendwann uns entschlossen, eine eigene Agentur zu gründen. Haben sie es dann auch gemacht letztes Jahr. Mit der Unterstützung von unserem Papa. Mhm. Sonst hätten wir das allein nicht stemmen können. Es ist jetzt ein Familienunternehmen geworden. Okay. Also meine Schwester kümmert sich mittlerweile um Marketing für Misern und die ganzen Kampagnen. Mein Bruder kümmert sich um den Vertrieb. Das sind die ersten drei. Wir drei da am Anfang, okay. Die Kleinen. Genau, wir machen das alle zusammen und unser Papa unterstützt uns dabei. Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Reina Lewis, kennen Sie das auch aus der internationalen Modebranche, dass sich Fotografen, dass sich Agenturen, dass sich Models eher zurückhalten, wenn es um Modest Fashion geht und sagen, lieber nicht, Islam gleich Terrorismus, das wollen wir nicht. Yes, because I arrived so late, we didn't have a chance to talk earlier, otherwise I would have been able to say that your journey so exactly matches, I can hear myself in both ears, so exactly matches the contours of the stories that I've been hearing, and it saddens me that even that bit later, you were still going through so much of that in terms of that aversive response that I was speaking about. And some of that is the German context. It's, you know, these things are always situational. I'm really interested that model agencies were telling you that the models needed a higher fee because they were taking a risk. When I was talking to, in about 2005, to the print magazines and then also to the first generation of bloggers, they were finding it really hard to get attention from brands if they wanted product or to get models because of that sense of risk. And also sometimes, if some brands would want to take pictures so that they weren't showing the face, because even if some Muslims have a concern about not representing the human face in imagery, and even if that might not be their interpretation, they were worried it would bring criticism to them. Well, then that was no good for models because they can't put it in their book. Mm. And often fashion startups work with new models. You know, they need you and you need them. So this is exactly the sort of thing I've heard. But I think it is changing. And I think it's really inspirational that you've had to do it. I mean, it's not inspirational, you've had to do everything. But your response to that, I think, has been inspirational. And Rabia Zarpagur is someone who really did take a lead. And again, she's someone who was very important at the beginning. Her own business has been in and out of production. Fashion is a horrible industry. The failure rate is so high. The economics are so challenging. And what I think is very interesting is that people can be extremely important in modest fashion as mentors, as guides, without necessarily having a high turnover. So when I talk to other people in the fashion industry, they might say, oh, Rabia Z or Hannah Tajima when she had her own brand, Mysa, what's their turnover? And I think, well, it's not going to be very much in terms of the fashion industry, but their importance. Yeah. And they're not necessarily seen as being important as avant-garde designers.
there isn't really any sense yet that the modest fashion niche industry is expanding. So you have your style, someone else has their style, you might be designing for this age group. And that's one of the things that we need to see develop. And that the colleges don't give you the sort of response that you had. You know, we need for our art educators to be literate about people's religious and ethnic backgrounds and how they might want to bring that into the classroom. So yeah. I really regret that you encountered that. Du hast ja jetzt auch so ein bisschen, soll ich sagen, ist das Rückhalt? Also ihr kennt euch wahrscheinlich auch untereinander, also alle Modebloggerinnen, Modeblogger und auch diejenigen, die was zu sagen haben in der Szene. Das hat sich ja sehr gewandelt wahrscheinlich, ne? Also der Punkt, wo dir deine Lehrerin gesagt hat, lieber nicht, mach was anderes oder wander aus. Das war 2007 und jetzt 2017, also 10 Jahre später. Wie sieht's jetzt aus? Also vielleicht können wir nochmal auf das nächste Bild schauen. Das scheint... Das ist jetzt eines der ersten Kollektionen und das ist mein altes Atelier. Das war, also man sieht da oben deutlich, dass ein Kellerzimmer war. ja, man muss ja irgendwie anfangen. Klar. Und genau, das waren halt so die ersten Entwürfe, die ich mir vorgestellt habe und die meiner Meinung nach auch wirklich in jeden Laden reinpassen würden. Mhm. Das heißt, ich habe nicht irgendwie nach irgendwas gesucht, was jetzt was Bestimmtes repräsentiert oder so, sondern das war jetzt Sommer 2013, 13. Und das war einfach das, was gerade in war. Das waren eben diese grafischen Muster und ich habe es einfach nur anders interpretiert. Das heißt, ich habe es mir einfach ein bisschen länger gemacht, ein bisschen weiter. Und, ja. Können wir das nächste Bild haben, bitte? Genau, das ist jetzt mein Atelier heute. Das ist im zweiten Raum unserer Agentur. Das heißt, vorne wird tagsüber meistens Agenturarbeit geleistet und dann bin ich abends meistens hinten und arbeite an der neuen Kollektion. Und das oben sind jetzt ein paar Bilder aus der aktuellen Kollektion. Genau. Und vorne auch ein kleiner Showroom. Also es hat sich schon einiges getan. Allerdings muss ich auch sagen, es ist alles sehr, sehr teuer. Und ohne die Unterstützung von unserem Papa überhaupt, dass er da sagt, was okay, genau ist teuer? Alles. Mode ist teuer, Mode machen. Allein, ich meine, die Selbstständigkeit an sich ist ja schon teuer. Mhm. Und dann noch, Mode ist ja wirklich, also jeder sagt doch, lass die Finger davon. Bis heute sagen Leute, lass doch endlich mal die Finger davon. Warum machst du das noch? Aber es ist halt, ja, es ist Leidenschaft. Es ist, lieber ernähre ich mich ein paar Jahre von Brot und Wasser. Und lieber nicht. wie teuer sind denn deine, also wie teuer ist zum Beispiel ein Tuch? Wie teuer ist ein Cape, was man da sieht? Also wer kann sich das leisten und wer kann es sich nicht leisten? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben, Misère ist mehr so im mittelpreisigen Segment. Was heißt das? Sagen wir mal zwischen, also Schals gibt es ab 30 Euro. Ist aber dann auch ein sehr schönes Material, also Viskose für den Sommer, Viskose-Jerseys vor allem, Seidentücher für 50, 60 Euro. Ansonsten die Kleider ja schon so ab 90, 80, würde ich sagen. Mhm. Ja. Okay. Wer sind deine Kundinnen? Ah, sehr unterschiedlich, sehr, sehr unterschiedlich. Also eine meiner allerersten Kundinnen, das werde ich nie vergessen, war eine Jüdin. Sie war 40 oder Mitte 40 und sie war so lange, das war bei einer Veranstaltung, und sie war so lange an meinem Stand, wirklich lange, nachdem sie das Kleid schon gekauft hatte und hat einfach mir einfach sagen wollen, wie lange sie nach sowas gesucht hat und dass es toll ist, was ich mache und dass ich bitte weitermachen soll. Und ich fand das so inspirierend, dass ich dachte, wer hätte gedacht, ich dachte immer, das sind jüngere Mädels, die irgendwie auf Misern abfahren und dann kommt da eine Frau Mitte 40 mit grau-weißen Haaren und sagt dir einfach, dass es toll ist und dass sie gerade das Kleid ihres Lebens gefunden hat. Und das hat mich total mitgenommen. Sind deine Kundinnen eher im deutschsprachigen Raum verortet oder sind dabei auch Kundinnen aus, weiß ich nicht, den also USA oder anfangs waren Asien? Das tatsächlich nur Kundinnen aus dem Ausland. Das heißt, nur? Ja. Das heißt, in Deutschland kannte das kaum jemand. Aber das wundert mich nicht, weil die Szene war oder bis vor kurzem noch ganz woanders. Mhm. Das heißt, man in Deutschland ist ja noch recht frisch, also Nisma-Shop, das ist ein Online-Shop für
Modest Fashion. Die verkaufen die beliebtesten Brands aus der ganzen Welt. Die gibt es seit 2014 und erst da hat es überhaupt angefangen, dass man Inaya-Produkte, Inaya ist eine der Top-Marken im Modest-Fashion-Bereich und total beliebt, dass es die jetzt in Deutschland gab, hat, glaube ich, auch ein bisschen was aufgewirbelt, dass sich jetzt jeder kaufen konnte, jeder leisten konnte. Man musste nicht mehr so teure Versandkosten zahlen. Mhm. Und so kam das überhaupt, dass Leute überhaupt jetzt darauf gekommen sind, es gibt auch was in Deutschland, ich kriege auch was in Deutschland und ich muss nicht immer nur auf Websites von Diam Pelangi oder von anderen Designern aus der ganzen Welt schauen. Mhm. Wollen wir das nächste Bild mal anschauen? Genau. Da sind wir bei den internationalen Erfahrungen. Du machst auch Brautkleider, jetzt sehe ich es. Ja. Wie deine Mama. Ist deine Mama stolz auf dich? Auf jeden Fall, ja. Okay. Und ich muss sagen, meine Mama ist zwar mein größter Supporter, aber irgendwo mein größter Kritiker. Oh, sie kommt ins Atelier und dreht jedes Kleid ein paar Mal um und sagt dann so nicht. Okay. Und bis heute noch so. Wo ist das? Das ist jetzt oben, das ist aktuell von der London Modest Fashion Week. Ja. Die war, glaube ich, jetzt im April. Und da wurden meine Schwester und ich eingeladen, um eben über unsere Erfahrungen zu sprechen. Warum seid ihr nicht bei der Bread and Butter zum Beispiel? Warum seid ihr nicht, auf der Düsseldorfer Modemesse? Also gut, es ist klein, es ist deutsch, aber warum seid ihr da nicht vertreten? Um ehrlich zu sein, habe ich mir das schon immer gewünscht. Also ich habe nie gedacht oder ich habe nie den Wunsch danach gehabt, eine internationale Karriere zu machen und die ganze Welt zu umkreisen, bis ich in Deutschland ankomme. Mm. Ich habe in Deutschland schon einiges probiert, aber wenn du dir die E-Mails durchliest, dann hast du auch keinen Bock mehr. Das ist halt immer so ein Hin und Her, wir wissen nicht, ob das hier hinpasst. Oh, wir wissen nicht, ob es sich für sie lohnen würde, denn die Einkäufer suchen was anderes. Och, wir wissen nicht und wir wissen nicht. Und irgendwann hast du selber keine Lust und denkst dir, wenn mir die Türen in Washington offen sind, dann renne ich doch niemandem hinterher, der sich egal was nennt, egal ob es Bread and Butter oder Düsseldorfer CPD-Messe oder irgendwer, bei dem dann die Leute wahrscheinlich nur so an meinem Stand vorbeilaufen, sich denken, siehst du, hat nicht gepasst. Mhm. Sondern du gehst eben diese Tür. Wenn die Tür sich öffnet, dann schließt du sie nicht, sondern du gehst sie. Und hinkt Deutschland hinterher, Reina Lewis, bei Modest Fashion? Yes, höre ich gerade. Yes. I have to be tactful. Ach nein. Nein, nö. I think... I mean, that was interesting. One of the questions that I wanted to ask you was whether you think that you have a German aesthetic in your style as well, because I think that as, like any niche market, as a niche market develops, it segments and diversifies, both in terms of the market, the consumer you're aiming for, although clearly you're getting a very diverse range, but also that then designers don't have to try and be, we'd say in English, one size fits all. You don't have to design the clothes for everyone. You can say, this is my look. So I want to come back to that with you. I think it's particular in Germany because your minority cultural politics here are different to the way that multiculturalism has developed in Britain. I think that for Europe, Britain has led the way in Muslim modest fashion. Mm-hmm. So that when and that's partly to do with the demographic, that's partly to do with the numbers. So people often, when the mainstream fashion industry begins to think about Muslim modest fashion, they might think about the Middle East and the Gulf and the petrodollars of the super rich Middle East Gulf consumer as well. Or they might think about South Asia. In Europe, Britain has led the way, whereas if we look at modest fashion among Christian and Jewish designers and entrepreneurs in the United States of America and Canada, it's a much bigger story. So that's partly where the population is. So I think that doing anything that announces yourself as Muslim in the fashion industry has historically been very difficult. I think doing it here, and clearly you're going through your version of the cycle that Muslim designers went through somewhere else, partly the industry will take notice when the numbers begin to make them take notice. And I think that, you know, the fact that Dolce & Gabbana are designing abayas and the other brands are doing it, it's money. You know, they think these are consumers and they're going to win them over. But also, the risk is now less so that they're not worried about being tainted by the association. So in that way, I think that that's a good thing. And when I would be hearing that
you know, the mainstream fashion industry is ignoring the needs of Muslim consumers. Well, it's ignoring the needs of most women around the world. You know, if you're a fat teenager, it's very hard to find clothes that give you a range or that you want. If you're an older woman, finding clothes that maybe look a bit more sophisticated and still edgy but give you cover is quite hard. And incidentally, the fact that one of your first clients was an older woman, in fashion terms, doesn't surprise me at all. I was hearing from a number of designers that they were getting a lot of non-Muslim consumers, and quite often professional women working in the non-corporate sector. So maybe people in education or in design who wanted sort of a new version of what we might call architect fashion. So clothes that weren't too body hugging, but that were cool and edgy. And interestingly, somebody like Sarah Elaneni, who did very strong graphics and very clear shapes, she sold really well in Germany to non-Muslims. So it's also, I think, partly about how you style it on your website as well, that if people can imagine the clothes without a headscarf or with different types of head covering, then they'll see it. But I think that is partly that sort of aversion that you're getting now is a German story, I'm afraid to say. Wie politisch ist deine Arbeit? Meine Arbeit? Überhaupt nicht. Kein bisschen. Also ich befasse mich wenig mit Politik. Ja, das war's eigentlich. Aber du wirst immer wieder dazu gedrängt. Du bekommst wahrscheinlich Fragen zur Integration. Ja. Du bekommst wahrscheinlich Fragen zu, wie sich Muslime, ob sie sich distanzieren, warum sie sich nicht distanzieren, angeblich von dem Terrorismus im Namen des Islam. Kann man sich da entziehen? Entziehen, den Fragen entziehen, oder was meinst du? Also sich generell rausziehen aus dieser ganzen Debatte und weiter sein. Ich wollte es jahrelang machen, ja. Ich wollte mich schon immer rausziehen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Also bist du doch politisch? Oder du wirst dazu getrennt? Nein, ich äußere mich manchmal schon zu politischen Themen. Oder ich habe angefangen, mir einfach doch Gedanken darüber zu machen. Weil ich habe mich jahrelang davon zurückgezogen. Aber es ist irgendwo ein bisschen verantwortungslos, manche so alleine damit zu lassen. Oder eben in mir sehen vielleicht manche irgendwas Politisches. Und dann zu sagen, ich trete was los, aber ich möchte damit nichts zu tun haben, es geht irgendwie nicht. Aber meine Arbeit bleibt damit trotzdem unpolitisch. Haben wir noch ein Bild? Ja, wir haben noch ein paar. Genau. Das sind jetzt ein paar aktuelle Sachen von den letzten Monaten jetzt nur, was Modest Fashion international erreicht hat. Wir hatten einmal die Deutsche Gabbana Kollektion. Das war jetzt nicht die erste Kollektion von Deutsche Gabbana für Abayas, aber das war zum ersten Mal, dass sie auch wirklich ein Gesicht aus der Modest Fashion Industrie dafür modeln lassen haben. Und das ist Ruba Sai, besser bekannt als Hijabhills. Das ist die im Trenchcoat? Nein, das ist jetzt erstmal unten. Unten. Genau, okay. Das ist die Deutsche Gabbana Kollektion. Allerdings halt für einen bestimmten Markt. Die kriegst du hier nicht einfach so und die kriegst du nicht unter vielleicht 4.000 Euro oder wie auch immer. Aber ich denke, also ich habe vor einem Jahr habe ich sowas noch total verurteilt, weil ich einfach dachte, was machen die und wieso und wer soll sich das leisten? Mhm. Aber wenn ich mir anschaue, was sie damit losgetreten haben, sie haben anderen Menschen die Augen geöffnet und sie motivieren damit, glaube ich, auch kleinere Brands, die auch bezahlbare Mode machen, doch dazu, sich doch dem zu öffnen. Und deswegen ist das doch sehr, sehr tolle Arbeit. Aber dann gibt es auch wieder Kritik von, wie soll ich sagen, älteren Modedesignern, also Kollegen von dir wie in Frankreich, wie Pierre Berger, der sagte, das dient dazu, die Frau zu versklaven. Absoluter Quatsch. Quatsch. Absoluter Quatsch. Okay. Überhaupt. Ich meine, sieht die versklavt aus? Jetzt mal ganz ehrlich, sieht hier überhaupt jemand versklavt aus? Absoluter Quatsch. Okay. Genau. Ist das das letzte Bild? Nee, wir haben noch. Aber noch eine wollte ich noch, das Model jetzt auf dem Laufsteg, das ist Halima Aiden. Mhm. Das ist das erste IMG-Model. Und IMG-Models sind ja, das ist die Modelagentur überhaupt. Haben sie unter Vertrag genommen. Und sie, sie ziert jetzt Magazin-Covers, sie war das Gesicht der London Modest Fashion Week vor ein paar Monaten, hat die Shows dort eröffnet und hat auch schon mit Yeezy zusammengearbeitet, der Marke von Kanye West. Und dann haben wir Manel Rustum, das ist, Nike hat ja ein Hijab extra für Athletinnen oder halt sporttreibende Frauen mit Hijab rausgebracht und es gibt es noch nicht auf dem Markt, kommt bald und eine der
Gesichter dafür war Manuel Rostum. Dann gibt es noch, was auch ziemlich aktuell ist, hat eine Hip-Hop-Band aus Kanada, Dean Squad, haben einen Song rausgebracht, extra für Hijab-tragende Frauen, und haben für ihr Video über 50 Frauen aus aller Welt mit verschiedenen Styles für das Video quasi auftreten lassen. Und das war auch ein bisschen in Richtung Empowerment-Movement. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, 2017 wird irgendwie das Jahr. Mhm. Okay, gut. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Dann haben wir noch, ich glaube, zwei letzte. Dann machen wir die ein bisschen kürzer, noch, weil ja, wir müssen auch in die Frage. Geht ganz schnell. Genau. Ich habe nur ein bisschen eine Sammlung davon, was in Deutschland gerade so im Kommen ist. Ah, sehr gut. Genau, wir haben ganz rechts und ganz links sind zwei Schwestern, Fatima und Aisha Saretovic. Das sind Modedesignerinnen, die gerade abgeschlossen haben und jede für sich gerade an ihrer eigenen Kollektion arbeitet. Und das heißt, es ist eine neue Generation quasi im Kommen. Dann haben wir Bader in der Mitte, auch eine ganz, ganz tolle Designerin. Und da kommt jetzt, glaube ich, noch eine. Das ist auch die letzte Folie. Also ich wollte nur mit ein paar Gesichtern einfach aus Deutschland abschließen, um zu zeigen, dass sich doch hierzulande jetzt auch was tut. Und ich mich total darauf freue, was die Zukunft bringt. Und ich total zuversichtlich bin, dass wir das auch mal so weit schaffen, wie es UK schon geschafft hat. Und das ist auch die Sache. In UK wird ja Diversity als was Positives gefeiert. Mhm. Es ist was Schönes. Sie lieben es. Ja? Es ist angekommen. Und das ist, in Deutschland sind wir noch dabei zu versuchen, oder es wird von uns erwartet, uns irgendwo anzupassen. Ja, man muss möglichst der Norm entsprechen. Man darf nicht anders sein. Das ist total falsch. Und wenn wir doch heraufschauen zu Kanada oder zu Großbritannien, warum es bei denen so gut läuft, warum Integration auch besser funktioniert, warum alles besser funktioniert, und dann sollten wir doch von ihnen lernen. Und wenn Diversität dort als was Positives gefeiert wird, sollten wir vielleicht hierzulande uns das auch ein bisschen zu Herzen nehmen und das auch mal feiern. Ja, im Journalismus sieht es nicht anders aus, muss ich sagen, aber das kennt man wahrscheinlich auch aus anderen Branchen. Wir haben noch 10 Minuten, also wir würden Ihre Fragen gern sammeln. Vielen Dank erstmal, vielen Dank. Und alle wollen jetzt Fragen stellen, ich weiß es einfach. Ansonsten quatschen wir hier weiter. Also ich hab, glaube ich, über 50 Fragen zusammengestellt, die ich nicht stellen kann. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Bitte. Mich würde es interessieren, ob du nach deinem Abschluss und nach deinen Folgen nochmal zu deiner Dozentin gegangen bist oder nochmal wieder das Gespräch gesucht hast. Wollen Sie noch mal ins Mikro? Ja, also mich würde es interessieren, ob du nach deinem Abschluss mal wieder zu deiner Dozentin gegangen bist, die dir das komplett abgeraten hat und einfach mal das Gespräch gesucht hast oder so ein bisschen erzählt hast, was du gemacht hast. Danke für die Idee. Ich glaube, ich werde sie auf meine nächste Modenschau einfach mal einladen. Das ist, glaube ich, ja, aber Dankeschön. Weitere Fragen? You have a question? Can I ask a question? Yeah, of course. No, I've talked a lot. Let's. If no one else is jumping in. Yeah, okay. Yeah, of course. Okay. So, I was interested whether, when you design your garments, you also think about women who cover in different ways, and also women who don't cover their heads. Mm-hmm. So on, I think, the dress with the black and white, the neckline was sort of maybe just to the collarbone, mm-hmm. I thought. So if you're wearing a hijab like you're wearing yours, where it covers, then that would be covered. But if somebody was maybe wearing a turban or styling in a different way, it wouldn't be. So do you ever get requests from people, you know, I'm dressing in different ways, and sort of people's different interpretations of how they dress modestly? And of course, also, I think one of the market opportunities going forward, free consultancy, is the many Muslim women who don't cover their heads, or who did and who've stopped, and who are still dressing modestly, who then have a different wardrobe need because this part of their body isn't covered by a shawl. Has that ever come up? Do you now mean if they contacted me and talked to me, or what's yes, that? in social media or when you're interacting with clients, does that ever come up, or is that something that you've thought about as a possible area for your design work? Like in the beginning, or soll ich jetzt?
Okay. Gerne auf Deutsch. Ja. Ich habe, als ich angefangen habe mit dem Modelabel, habe ich damals noch sehr, sehr darauf geachtet, dass beim Fotoshooting manche Models ein Hijab trugen und andere nicht, um eben dieses Zusammengehörige zu demonstrieren und eben auch zu zeigen, dass das jeder tragen kann, damit sich Leute auch so vorstellen können. Das heißt, ich habe manchmal auch das gleiche Kleid mit dem Model 10 Minuten so geshootet, ohne Hijab und dann mit Hijab. Und allerdings hat sich das Ganze jetzt einfach ein bisschen anders entwickelt. Also das heißt, ich würde jetzt wieder so ein Shooting gerne machen. Aber da wir ja innerhalb unserer Agentur und jetzt einfach alleine gearbeitet haben und man einfach frei sein konnte und das machen konnte, was man möchte, habe ich die Models doch meistens so gestylt, wie ich es einfach für richtig gehalten habe. Was aber nicht heißt, dass ich alles andere falsch finde oder verurteile. Sondern ich habe einfach meinen Style einfach den Models quasi weitergegeben. Ja. Weitere Fragen? Bitte. Da kommt ein Mikro hinter Ihnen. Ich bin eigentlich hierher gekommen, weil mich die religiösen Fragen bewegen und weniger, weil mich die Modefragen bewegen. Deshalb würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, ist Modest Fashion eine Moderichtung wie jede andere auch? Oder würden Sie sagen, dass doch auch die religiösen Implikationen eine große Rolle spielen? Okay, first. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Ich würde einfach, Modest Fashion ist für mich, ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen, ist für mich eine Stilrichtung. Das ist eine Stilrichtung, die jeder Frau liegen könnte oder eben nicht. Und manche mögen einfach längere Sachen, andere nicht. Manche mögen kurze Sachen, andere mögen bunte Sachen. Und für mich ist es einfach eine Stilrichtung. Das heißt, es ist nicht unbedingt auf eine Religion aufgebaut. Und das ist auch, was ich beobachtet habe. Also es gibt, ich habe auch Freundinnen, die an nichts glauben und trotzdem das schön finden, was ich entwerfe. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es unbedingt auf eine Religion aufbaut. Sonst würde ich es ja bewusst irgendwie Islamic Fashion nennen oder so. Aber das möchte ich ja nicht. Und das würde mich auch total eingrenzen in dem, was ich mache. Sondern ich mache Fashion, die westlich ist. Aber es ist einfach modest, es ist einfach bedeckt. Es ist einfach das, was du eigentlich jetzt auf dem Markt bekommst, aber eben ein bisschen ergänzter. Es hat einfach Ärmel dran, die Schlitze sind zugenäht und so weiter. Also es hat jetzt für mich persönlich nicht viel mit Religion zu tun. It's a really good question and thank you for bringing us back to that. I think that modest fashion is a very big category of experience and dresses and it can mean a number of different things. It can mean different things for women within the same religious tradition and in different religious traditions. For some people, and Seba Mahmood has done some very interesting work on this, about women in the early piety movements in Egypt with the Islamic revival in the 1960s and 70s, modest dressing there was very popular, partly as a sort of anti-capitalist and also anti-Western practice, so against the sort of class stratification that was emerging, but also that the act every day of dressing in the headscarf and a modest robe helps to cultivate a pious disposition. It's a way of acting on the body and of focusing the mind for that group of women on the way they want to think of themselves in the world spiritually. So it's not just that you are a religious person who puts these clothes on, but that the way of dressing yourself reminds you of who you want to be. So it's both an aspiration to do it better and to do it. I think that when women in Britain, for example, in a Muslim minority context, wear a headscarf, they may also feel that they are differently judged. You said you got a very different response. Well, sometimes that response can be from other Muslims. So there's a story I talk about in the book of one young woman who got on the bus and another woman says to her, "Assalamu alaikum," because she recognized her. And she was delighted because the day before, when her hair was out, she wouldn't have got that. So it can also be a way of communicating and being part of something. But it can also be problematic because, just as you say, you aren't making a judgment about different ways of dressing.
a number of women are concerned that when you start to use the words like modest fashion, that implies that anyone who's not dressing that way is immodest. You know, it's like, what are you, the whore of Babylon? No. So it shouldn't be seen as a polarity between the two. And it's about, for many people, different relationships to the body and to comportment. And I think the other point I would make is that many people who are involved in modest fashion, and certainly within Muslim communities, would say that the holy texts make requirements on men's dress and behavior as well, although it often impacts far more on women's dress and behavior, and it's women's dress and behavior that is judged more. So it's also very relational. Is that an answer? Yeah. Noch eine ganz, ganz kurze Frage. Gibt es auch modest fashion für Männer eigentlich? Ja. Ja? Okay, ja. Aber die sind nicht so bekannt. Es gibt einen Designer, der heißt Subhaydaha, ist eigentlich ein YouTuber, aber der hat jetzt auch Design studiert oder ist gerade im Studium und der hat gerade eine Kollektion rausgebracht, die aber für beide tragbar ist, aber eigentlich ist es eine Männerkollektion. Ah, okay. Und das sieht total interessant aus. Ist das eine Nische in der Nische? Männer, modest fashion? There's definitely different looks, you know, and they are looking like you dandies. Might think about beards, yeah, okay. For example, and hair, but also, you know, the fashion industry generally has been more focused on women than on men. It's only recently that men get their own fashion week and so on. But there's definitely trends, and there's definitely a number of subcultural trends. And it's also the case that very often, and, you know, I appreciated you making the distinction between Muslim fashion and Islamic fashion, but very often you might see a woman wearing a headscarf or perhaps wearing a jilbab, like a robe or an abaya, walking down the street with a man who's wearing an Arsenal shirt and a pair of jeans. He might be covered, but he's not in any way marking himself. Mm. Or you might see men going on the way to mosque and they are wearing maybe a shalwar kameez or a tob, the long robe, but they're wearing this season's trainers. Mm. So it gets mixed up in different ways. Mm. Only I'm so old, I don't know which are the season's trainers. I just know they've got them. Okay, da war noch eine Frage und das wäre dann die letzte, bitte. Deutsch oder Englisch? okay, ich wollte eigentlich zu der Frage meiner Vorfragenden etwas hinzufügen, beziehungsweise auch fragen. Und zwar, Sie haben ja gefragt, was der religiöse Aspekt dabei eigentlich ist. Und wir sprechen hier halt von modest die ganze Zeit. Aber wenn es um religiöse oder wenn eine religiöse Konnotation in dieser Mode drin ist, dann habe ich mir gerade die Frage gestellt, was für weitere Implikationen das hat. Weil es, wenn wir von islamischer Mode sprechen, dann müssen wir uns halt auch die Frage stellen, woher kommt die Mode? Ist sie halt eben fair gehandelt? Also Tayyib und Halal, also diese Aspekte, was das für dich ist. Also, für dich in deiner Arbeit bedeutet, wie du das berücksichtigen kannst oder willst. Und vielleicht dann an Reina Lewis im internationalen Vergleich, also ob das halt eine Rolle spielt und inwieweit die Designer sich darum kümmern. Ja. Ich liebe diese Frage übrigens, wurde mir schon öfter gestellt. Und zwar, ich verurteile absolut alles, also vieles, was gerade in der Modewelt abgeht, weil wir dürfen uns nichts vormachen. Diese T-Shirts, die wir für 3,99 bekommen, mit Glitzerpartikeln noch oben drauf, die hat irgendwo eine Frau genäht, stillend mit ihrem Baby auf dem Arm, 16 Stunden an der Nähmaschine oder das Baby war auf dem Boden oder ihre Kinder haben mitgeholfen. Und das ist nicht nur unislamisch, sondern es ist für den normalen Menschenverstand, weiß man ja eigentlich, dass man sowas nicht tragen sollte. Und was wir beobachten, ist leider, dass auch viele Modest-Fashion-Marken trotzdem ihre Produktion nach China verlagern, trotzdem sich nicht fragen, wo das Ganze hergestellt wird. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Endverbraucher nichts anderes gewohnt ist. Das heißt, von den Preisen her. Von den Preisen her. Der Endverbraucher und viele Menschen wollen einfach irgendwas kaufen, was sie irgendwann wegschmeißen können. Mhm. Leute machen sich keine Gedanken mehr darüber. Die denken sich nicht, oh, da ist so ein Kleid, ich möchte das haben und ich trage das öfter. Es ist mittlerweile peinlich geworden, irgendwas 2-3 Mal zu tragen. Mhm. Ja, es ist, die Freunde sollen einen nicht ständig sehen, dass man schon wieder dieselbe Jeans hat. Oder wie. Das ist totaler Quatsch. Und das ist ein Umdenken, was bei den Menschen schon anfangen müsste, beim Endverbraucher, aber auch in der Industrie.
Und ich denke aber, das sollte Hand in Hand irgendwo laufen. Und du hast recht, also gerade muslimische Designer und muslimische Marken, aber auch andere Menschen. Das heißt, ich möchte jetzt doch nicht dahinstellen, als wären nur die muslimische Modeindustrie oder die Modest-Fashion-Industrie jetzt total ethnisch korrekt, sondern alle Menschen sollten mit klarem Menschenverstand das verurteilen und auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Aber ich denke, das dauert noch einige Jahre. Bis man, und zur Frage, wo meine Produkte hergestellt werden, zum größten Teil in Deutschland. Also wir haben auch angefangen, nach, im Ausland zu schauen, im europäischen Ausland, aber da hat sich noch nicht viel ergeben, das ist schwierig. Und man möchte da wirklich auch wirklich vor Ort hingehen und schauen, kriegen die Leute genug Lohn, wie ist das und so. Aber wie gesagt, das ist eben so ein Umdenken, das ist wie so ein, ja, es muss auf beiden Seiten stattfinden. Der Endverbraucher muss bereit dafür sein, ein bisschen mehr auszugeben für ein gutes Produkt und mit gutem Gewissen, dass es eben korrekt hergestellt wurde. Und die Modeindustrie muss eben auch ihren Beitrag dazu leisten. Mm. Vielleicht noch zwei Sätze von Ihnen. Very quickly, yeah. I think that's a really good point. Fashion consumers generally are increasingly alert to sustainable fashion and ethical fashion, whereas at one point historically that was focused more on the impact on the environment. Now people are also thinking about social sustainability, the labor conditions and so on, recycling and not over-consuming. And when I started doing this research in the mid-2000s, I would say to brands and to bloggers, is sustainable fashion coming, are you hearing it from your consumers and your followers? And that's definitely a growing story. And I hear from many designers and bloggers across the faiths that, if part of what's driving you in this is your religious and philosophical perspective, then those ethics should be applied to the supply chain for the clothes that you're making. And this is increasingly coming to be valued. I heard you use the word halal. You can have halal food, you can have kosher food, it can be factory farmed. It doesn't mean it's organic or sustainably well animal welfare produced. So I think those concerns are now developing. And that's also to do with the changing class basis. So that as you have a larger Muslim middle class around the world, then people are also more in a position to think about, I don't just want halal anything, I want halal organic and sustainable food. And I think the same is beginning to happen with fashion. Vielen Dank, Reina Lewis. Vielen Dank, Meriem Lebdiri. Vielen Dank, dass Sie auch da waren. Ich hoffe, Sie schwimmen nicht nach Hause und kommen gut zu Hause an. Vielen, vielen Dank.